Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Ramona Richter. Sie erklärt dir heute, wie sie wieder ein normales Verhältnis zum Essen finden konnte. Aber irgendwann war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, so kann es nicht weitergehen. Und vor allem wurde ich zu dieser Entscheidung auch mit einerseits gedrängt, weil mein Hausarzt wollte mich am liebsten in eine Akutklinik einweisen, wo ich dann parenteral ernährt werde. Und ich wusste auf der einen Seite, das ist richtig, weil ich weiß, die Essstörung ist so gewaltig und so mächtig. Und dass ich eigentlich mich den Ärzten ausliefern muss, ans Bett in Anführungsstrichen gefesselt sein, damit sich etwas ändern, weil ich selber nicht so stark bin. Aber dann die Vorstellung, doch ans Bett da gefesselt zu sein und irgendwie noch zwangsernährt zu werden, fand ich dann doch irgendwie noch schlimmer, als irgendwie selbst den Löffel in die Hand zu nehmen, zu essen. Ja, und das war genau der Tag, der 14. Februar 2021, wo ich gesagt habe, okay, ich mache was anders. Aber ich weiß noch genau, wie ich an dem Tag das erste Mal seit Jahren mich meinem Körper zugewendet habe und ihn gefragt habe, du, kann ich das jetzt überhaupt noch machen? Bringt es was, wenn ich jetzt wieder esse? Nimm die Organe überhaupt die Nährstoffe noch auf? Und ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, ob die Organe überhaupt noch mitmachen. Und ich habe meinen Körper an dem Abend noch gefragt, das weiß ich ganz genau, Körper, wenn ich arbeiten darf, wenn du mir noch diese eine Chance gibst, dann zeig mir das am nächsten Morgen mit einem guten Gefühl. Ich bin wirklich aufgewacht und hatte dieses Gefühl. Und das war so mein Zeichen, okay, ich habe noch eine Chance bekommen. Ich darf kämpfen, ich darf für uns arbeiten. Und seit dem Tag habe ich jeden Tag einfach, bin ich Schritt für Schritt in die richtige Richtung gegangen, auch wenn es schwer war, aber ich bin keinen einzigen Schritt und auch keinen halben Schritt zurückgegangen. Und ich glaube, dass wir einfach wirklich von jetzt auf gleich eine Entscheidung treffen können. Wir können es von jetzt auf gleich nicht alles ändern, aber wir können eine Entscheidung treffen. Und die darf dann nur in eine Richtung gehen. Ja, und das ist seither passiert. Absolut, ja, ganz tolle Erzählung auch. Vor allem, dass es am Ende die Liebe war und nicht der Mangel an und für sich. Ne? Es gibt ja einen schönen Spruch, welche Frage stellst du? Die Antwort ist immer Liebe. Und schön, dass du da eben auch deinen Körper gefragt hast, bewusst, und dein Körper und dein Geist wahrscheinlich auch dann die Antwort gegeben haben. Denn ich bin genauso der Überzeugung wie du, dass es ja ganz, ganz selten vielleicht zu spät ist, eine Kehrtwende zu machen. Und der Körper beweist immer wieder, wie stark er ist, auch im Verzeihen. Wir merken das ja selber auch im Hippokrates-Institut, wo wir auch stark untergewichtige Menschen haben, die dann einen Turnaround machen. Und das mit lebendiger, veganer Ernährung hinbekommen. Natürlich auch der richtigen Ergänzung, gerade bei der Krankheit, die du ja hattest, mit der Anorexia Athletica, ist ja auch dann sehr oft eine Unterversorgung von Calcium, Eisen, Vitamin D und so weiter, ne, da. Das heißt, es ist natürlich dann auch ein hohes Risiko zur Osteoporose. Und du hast ja auch gesagt, das Herz kann aufhören zu schlagen. Na, also jetzt geht es dir wahrscheinlich sehr viel besser. Wollen wir in den nächsten Minuten doch noch ganz kurz drüber reden. Wie sieht dein Alltag denn heute aus? Du bist Läuferin, du bist Triathletin, du leistest nach wie vor sehr, sehr viel. Wenn du jetzt heute mal deinen Tagesablauf beschreiben würdest und wie du auch isst, wie würde es denn aussehen? Ja, gerne. Also vielleicht den Post, den du auch angesprochen hast, mit im Vergleich Februar, Oktober. Denn tatsächlich befinde ich mich gerade auch an einem Wendepunkt, weil ich jetzt vor einer Woche in der Schweiz war, im Erbsinstitut bei dem Jörg Hösli, der mich jetzt an die Hand genommen hat und mir helfen will, mir wirklich zu zeigen, was mein Körper braucht. Ja, ich habe schon in den letzten Monaten meinem Körper viel, viel zurückgegeben, aber noch längst nicht das, was er braucht, um wirklich auch beispielsweise, wie du angesprochen hast, diesen Leistungssport gerecht zu werden. Und du hast ja auch 12 Jahre Mangel betrieben. Also wie können wir davon ausgehen, dass du jetzt in, ich sag jetzt mal, 2 Monaten dann wieder komplett auf 100 bist, ne? Genau, also erst einmal, wie du richtig sagst, ich bin noch immer dabei, dieses Trauma da zu verarbeiten, physisch so wie mental. Das erfordert erstens Energie. Und zeitgleich der Leistungssport, dann muss einem natürlich klar sein, da muss man deutlich mehr essen. Aber das war mir bis dato vielleicht einerseits klar, aber nicht in der Menge, wie ich es jetzt erfahren habe. So, und ich weiß, dass ich jetzt aber erst bereit bin,
mich dieser Menge auch mit dieser Menge zu konfrontieren, diesen Schritt, den nächsten essentiellen Schritt, den ich jetzt gehen muss, auch zu machen. Vor Monaten wäre dem noch nicht so, weil ich mich erstmal überhaupt dem Essen annähern musste, ne? Aber jetzt sehe ich mich bereit und jetzt sehe ich mich so weit und kann auch das Vertrauen aufbringen, diesen Schritt zu gehen. Und das heißt, jetzt konkret, was du gefragt hast, wie sieht mein Alltag aus? Ich bin, sag ich mal, seit einem Jahr dabei, wirklich eine ehrliche Sportlerin zu sein. Davor war es, wie du auch im Intro angesprochen hast, nur Mittel zum Zweck. Jetzt trainiere ich und kompensiere nicht nur. Ich gebe aber trotzdem zu, dass der Sport mir immer noch hilft, regelmäßiger zu essen. Aber ich komme mehr und mehr davon weg, es immer nur als Verbrauch zu sehen, sondern ich möchte den Sport machen, um leistungsfähiger zu werden. Das heißt, ich trainiere auf ein Ziel hin. Und das heißt, ich muss nicht nur das Essen anpassen, sondern ich muss auch das Training selber anpassen. Qualität anstatt Quantität. Und das sind alles Schritte, die jetzt gerade wirklich akut bei mir passieren. Und vor allem jetzt das Essen um den Sport herum einfach auch viel mehr ist. Das heißt, Kohlenhydrate, was halt bei vielen so vergrault wird, ist essentiell notwendig, um einfach leistungsfähig zu sein. Das heißt, ich esse unabhängig von meinen drei Hauptmahlzeiten ums Training herum um die 600 Kilokalorien, beziehungsweise ich bin noch nicht an dieser Menge angekommen, weil das wirklich einfach sehr, sehr viel ist, was ich eigentlich essen muss. Und ich nähere mich dem Tag für Tag, Schritt für Schritt. Das heißt, normalerweise habe ich immer morgens nüchtern trainiert. Dem ist jetzt nicht mehr so. Zumindest esse ich jetzt vor dem Training schon mal eine große Banane. Dann sollte es während des Trainings beispielsweise eine Apfelschorle sein oder um und bei 75 Gramm Kohlenhydrate und nach dem Training ein Proteinshake, also alles ein bisschen Proteine in Form von entweder Quark oder ein Proteinshake, den man sich da mit einem guten Proteinpulver vielleicht zusammenmischt. Ja, und dann kommt erst das Frühstück, ne? Das heißt, um das kurz runterzubrechen, vor allem gilt es jetzt darum, das, was ich trainiere, einfach mit entsprechender Energie zu versorgen. Und das heißt, jede Einheit wird gesondert nochmal betrachtet und mit Energie gefüllt. So. Also Challenge natürlich auch dein Status quo. Also du hast immer nüchtern trainiert, um natürlich auch dich mehr so zu befriedigen, weil du weißt, dann nimmst du noch mehr ab. Der Körper muss ja an seine Fettreserven gehen, öfter, wenn du nüchtern trainierst. Und somit musst du jetzt quasi eigentlich das Gegenteil machen von dem, was du die letzten 12 Jahre gemacht hast, richtig? Aber Fakt, ich habe jetzt gelernt, dass der Körper trainiert in jedem Training seinen Fettstoffwechsel. Du musst nicht Low Carb fahren, um deinen Fettstoffwechsel zu trainieren. Ganz im Gegenteil, wenn du ihm die Energie gibst, dann greift der Körper, wenn er die Energie bekommt, dann ist er danach nicht in so einem Sparmodus, dass er möglichst viel wieder Energie einlagert und auch in Form von Fett- oder Wassereinlagerung, sondern er weiß, von oben kommt die Energie. Ich muss mich nicht selbst schützen vor dem nächsten Mangelzustand oder vor den nächsten Höchstleistungen. Sondern absolut. Er kann Vertrauen aufbauen. Die Energie kommt. Das heißt, essentiell sportgerecht ums Training auch herum oder allgemein letzten Endes körpergerecht zu essen. Der Körper gibt es dir zurück in Form von Leistungsfähigkeit, Freude, und Leichtigkeit im Sein und es passiert nichts. Ja? Das war die erste Angst, die ich mir nehmen musste. Wenn ich esse, passiert nichts. Ja? Das ist, der Körper braucht die Energie und er braucht die Energie nicht nur oder nicht erst, wenn ich Sport mache. Ja? Der Körper leistet 24 Stunden lang. Und erstmal diese Einsicht zu haben und jetzt neben dem zu wissen, okay, wenn ich Leistungssport mache, dann steigere ich mein einfach Verbrauch auf einem sehr hohen Niveau und dem muss ich gerecht werden. Und wenn ich das nicht schaffe, muss ich am Training reduzieren. Ja? Deshalb bin ich jetzt dabei, wirklich das zu optimieren und bin gerade dabei, ums Training herum einfach deutlich mehr zu essen. Bin aber noch nicht an meinem Soll angekommen, was ich tatsächlich essen muss. Aber auch da wieder, man kann nicht von jetzt auf gleich alles erwarten, aber ich gehe nur in die richtige Richtung. Und ich bin schon auf diesem Weg sehr stolz, dass ich jetzt auch seitdem ich in der Schweiz war, wirklich jeden Tag diese Schritte auch wieder in diese Richtung mache und wirklich auch dieses neue Kapitel jetzt mit einem guten Start begonnen habe. Aber ich bin wirklich froh, muss ich sagen, dass ich da den Jörg an der Seite habe, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe da so ein tiefes Vertrauen und ich merke gerade, dass ich mir viel weniger im Kopf irgendwas zusammenreime, sondern viel mehr loslasse und über meinen Körper erfahre. Ja? Und das ist total spannend zu sehen. Und irgendwann möchte ich einfach
gar nicht mehr im Kopf alles vorrechnen, sondern einfach sagen, jo, der Körper ist so intelligent, der macht das schon. Absolut, das finde ich ja eben ganz, ganz toll. So mache ich das auch und ich nehme nie zu. Ne? Also egal, ich weiß einfach, dass das, was ich tue, super cool ist und mich nährt auf allen Ebenen. Und auch wenn ich dann mal ein, zwei Tage keinen Sport mache, dann schadet es mir nicht sozusagen. Und ich finde gut, dass du da auch viel Leichtigkeit gewonnen hast. Wir sehen ja auch auf deinem Instagram-Kanal, da hast du dir mal ein Eis gegönnt, ne? Oder du gönnst dir das nicht, sondern du weißt, hey, du machst so viel Sport, da ist so ein Eis gar nichts eigentlich, ja. Und ja, wir gönnen es auch über Joyboy, ne? Da hast du ja eben auch ganz viele Proteine, alleine über das leckere Bier, auch das hat natürlich Kohlenhydrate drin und trinkst du dann trotzdem. Also wer da mehr wissen will, wie du so dein Leben gerade lebst, da finde ich deinen Instagram-Kanal wirklich hervorragend. Danke. Denn du teilst ja dort deine ganze Story. Und ich glaube, das ist ein toller Kanal, um dir weiter zu folgen, bis dein tolles Buch rauskommt, wahrscheinlich nächstes Jahr, wo du quasi über diese ganze Geschichte redest und wo wir dann eben auch vor allem Menschen, die davon betroffen sind, ganz viel lernen können. Und da ist natürlich auch von meiner Seite aus große Dankbarkeit, dass du dieses Wissen teilst. Und ich kenne von Joe Dispenza, seitdem ich dort war, den Spruch, the healer will be the healy. Also das heißt, der Heiler wird am Ende der Geheilte sein. Und du mit deinem Buch heilst am Ende auch viele Menschen und auch das hilft dir weiter in deine eigene Heilung zu gehen und zu kommen. Und von daher bin ich froh, stolz und dankbar, dass du auch heute dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, liebe Ramona. Vielen Dank, Christian. Das ist wunderschön abgerundet und danke dir. Ja, also wir bleiben auf jeden Fall weiter in Kontakt. Wenn du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Ramona weiter in Kontakt bleiben möchtest und vor allem auf ihr Buch hinfieberst oder sie vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen möchtest, Ramona_Richter_Official ist ihr Instagram-Kanal. Der ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Folge ihr da bitte, schreibe ihr eine Nachricht. Sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Ich kenne sie jetzt ein paar Monate leider erst und bin schon wie verliebt in sie. Also von daher, seid da dabei, wenn so tolle Menschen sich öffnen und die Liebe in die Welt hinaustragen. Liebe Ramona, dir weiterhin alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Und wenn du, liebe Zuhörer, eine Fortsetzung von diesem Podcast wünschst, dann schreibe es doch an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Vielleicht können wir Ramona tatsächlich nochmal einladen vor ihrem Buch. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also Ramona, liebe Grüße. Danke dir. Auf Wiederhören, ihr Lieben. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli und natürlich alles, was du brauchst, um gesund, fit und leistungsfähig zu sein. Gerne. Dein Christian. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder: Die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.